Ich habe die Leichen gesehen, den Tod. Meine wahren Eltern konnten nichts dagegen tun. Sie waren tot. Dann nahm mich jemand auf den Arm und hat mich fortgebracht. Es ist hart. Ein Zicke oder ein Monster kann ich ruhig sein. Aber Hauptsache, ich bin nicht schwach. Was du da gerade durchmachst, ist nicht leicht. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich habe schon immer gewusst, dass ein anderer Weg vor dir liegt. Ist dir doch wichtig? Was ist das Problem? Ich ertrage es nicht zu spüren, wie jemand stirbt, den ich mag. Ich schon wieder. Ich wollte sie nicht verletzen. Ich habe die Kontrolle verloren. Solaria ist das stärkste Reich in der Anderswelt. Sie wird es irgendwann regieren. Zu sehen, wie viel Angst du hast, tat so weh. Ich konnte es nicht ertragen. Dear God, I don't know if you know this, but your name is on a lot of quotes in this book. Und ganz egal, was alle anderen in dieser Welt sagen. Wenn ich für andere da bin, dann vergesse ich darüber nachzudenken, wie kaputt ich eigentlich bin. Ich kann das nicht nochmal, bitte, bitte nicht nochmal. Schon gut, schon gut. Ich bin die Erbin des Solarischen Throns. Wenn du wüsstest, unter welchem Druck ich stehe. Meine Mom ist letztes Jahr gestorben. Und ich war bei ihr und spürte den Moment, in dem sie von uns ging. Ich konnte alles fühlen, was sie fühlte. Ich halte den Schmerz auf, solange ich kann. Jetzt ist es an mir, dir etwas Ruhe zu geben. Du vertraust mir nicht. Du solltest auch deinen Freunden und dieser Schule nicht vertrauen. Sie haben ihn erwischt. Freude musst du auch mal spüren. Denn Magie ist sehr eng mit Emotionen verbunden. Mal gute Gedanken und auch mal schlechte. Liebe, Hass, Angst. Und je stärker die Emotion, desto stärker die Magie. Immer Kraft und Stärke demonstrieren. Und niemals Schwäche zeigen. Alles andere ist unwichtig. Ein wildes Feuer brennt in dir, Blum!